Nein! 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 Nicht verkacken! Nein! Hallo. Ich denke, du schnitt das aber. Ah, Viking, nein, please! Lol. Selbst auf so einer Scheiße habe ich Rockstar-Kanten. Was? Wo kann man hier Rockstar-Kanten haben? Ja. Von der normalen Straße auf die Rampe. War halt für mich wie gewandt. Oh nein! Nein! Töte an, töte an, da darf das nicht. Apocalypse! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play GTA 5 Online. Yo, wieder mit den Jungs aus der letzten Session. Wir sind immer noch im Livestream und jetzt servieren wir euch eiskalt Loopsy Daisy. Jawohl! Woo! Kein Kontakt, ne? Genau. Ja, das ist nur, sieht nur komisch aus in dem Rennen. Ja. Lol. Wegen Gründen. Wegen Gründen. Ich bin auch bescheuert, Alter. Wer ist Meller? Wer Meller ist, sein schlimmster Albtraum. Jo, richtig so. Gib's ihm! Kann ich mit leben. Ich hab meine Ex überlebt, also überlebe ich sie auch. Oh, 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 oh. Wir werden es herausfinden. Bis jetzt ist noch keiner an Meller gestorben. Bis jetzt. Zumindest meines Wissens nicht. Also Viking lebt auch noch. Gerade noch so. Sehr lange. Und morgen kommt er einfach nicht mehr. Ich hätte nicht den Wagner nehmen sollen. Ja, ich nicht auch mehr fest. Lange und wenn ich sterbe, heiße ich nicht mehr lange. Oh, wow. Oh, wow. Ehrlich. Der war sogar fast lustig. Aber nur fast. Also ich fand ihn eigentlich einfach nur traurig. Eigentlich schon, meine ich. Ich wollte es nicht so hart formulieren. Kommt irgendwann so eine Uhrzeit, wo ich anfange, so richtig dämliche Sprüche zu droppen und sogar noch versuchen, die als Witze zu verkaufen. Ja, der Zeitraum. Um dann selber noch den Kopf zu schütteln. Der Zeitraum ist langsam bei uns allen erreicht. Ja, nach 6 Stunden Livestream, zwischenzeitlich noch Aufnahme, dies, das, jenes, ist alles nicht so simpel. Zwischenzeitlich noch GTA verprügeln, zumindest kopflich. Und da war ich verkackt. Es wird nur überlebt, wenn Meller es gestattet. Ach so. Okay. Zitat Ende. Ja, kann ich mitnehmen. Ich auch. Na los. Also Loopsy Daisy ist so ziemlich eines der geilsten Stuntrennen, die ich überhaupt kenne. Ja. Ich würde es mal gerne mit einer anderen Klasse fahren. Fahrräder! So, wie Sport. Fahrräder. Fahrräder. Mit Fahrrädern und dann jeden Punkt erglitschen, wo man so normal nicht hinkommt. Indem man den Glide macht. Mit BMX kannst du das super machen. Oder hat man sowas mit Klassiker, dürfte eigentlich auch gut gehen. Jo. Aber stimmt schon, das ist echt eine saubere, geile Map, Mann. Oh. Aber ey, das mit dem BMX, dass man hier durch die Gegend gliden muss, um die Punkte zu kriegen, das könnten wir so eine Level German Challenge machen. Können wir, ja. BMX Glide ist aber ein Tick komplexer als Oppressor Glide. Ich kenne BMX Glides. Ich hab dich da selber platt gemacht. Also. Platt gemacht. Deine Mutter hat dich platt gemacht. Bäh. Mein Bruder war ein Versuchskaninchen. Aussage Melanie Lange. Und er hat überlebt. Er hat überlebt. Gerade noch so. Mann, warum habe ich nicht den Nero genommen? Ey. Ja. Oder die Miete oder irgendwie sowas. Jo. Für Saros. Nö, ich bin auch noch da. Alles cool. Ich hab nur roten Reifen vor allem gesehen. Ja. Was mich ein bisschen gedreht hat. Aber nur ein bisschen. Also ich gedacht, du hättest Adieu gesagt. Nee, ich bin noch da. Ich hänge an ihren Eiern. Das tut vielleicht so langsam weh, ne? Lol. Ciao.
Okay, ich bin oben auf der Röhre. Tschüssi. Weiß zwar nicht, wie das jetzt passiert ist, aber nehm's als gegeben hin. Kannst du mal aufhören, so schön zu verkacken? Du machst mir meinen Titel streitig. Okay. Ach, Aris, den Preis für die beste Wasserlandung hast du immer noch, du. Ah, fick dich. Dass du mich immer noch damit aufziehen musst, ne? Unglaublich, das ist so lang her. Das war aber auch eine geile Wasserlandung. Ja, total toll zum Niederknien, Alter. Du bist gemein, wirklich. Ich weiß. Du bist wirklich gemein. Ich weine noch heute, ne? Unglaublich. Mimimi. Ja. Oh, Karo probiert mal wieder online zu kommen. Okay. Und was sagt das Server-Testkaninchen? Ich weiß, dass ich gemein bin, aber ich kann damit leben und andere Leute müssen damit leben. Das Rennen ist so unfassbar gut gebaut, also Hut ab. Ja, ich bin gerade nur irgendwie nach dem ersten Loop irgendwie ganz komisch rumgebackt und dann war ich irgendwie oben auf der Röhre. Keine Ahnung, was da los war. Boah, immer diese Camper hier, boah, das ist grausam. Das ist Kaufzeug. Ja. Liegt der Camper tot im Keller, war der Rusher wieder schneller. Liegt der Rusher tot daneben, hat der Camper einen Kollegen. Liegen alle einem Dreck, gab's den Hacker, so ein Dreck. Okay, alles klar. Old school. Kanntet ihr den nicht? Nee. Nein? Ey, warum liegen denn heute die ganzen Bowlingkugeln hier rum? Die sind doch sonst da oben in dem Kasten. Ja, die backen ein bisschen rum. Aber macht doch nichts, find's cool. Ja, du stehst ja auch auf Bälle. Große, ja. Dicke, haarige Bälle. Die sind gar nicht haarig. Ah, doch, doch, doch. Du stehst auf haarige Kokosnüsse. Du kannst es ruhig zugeben. Ach, war ich jetzt schon wieder fertig. Ja. Ich werde solchen scheiß Bug wahrscheinlich nicht mal beenden. Agi sowieso nicht. Ich bin beide Runden perfekt durchgeheizt. Ich eigentlich auch, nur dann kam irgend so eine scheiß Kante und hat mich gefinisht. Ob das gerade eine Wirkung war? Oh Mann, ey. Ich fahr jetzt meine Runden. Oh. Oh, ho, ho. So, ich blende natürlich mal die Zeiten ein. Herzlichen Glückwunsch, Viking hat in allen Belangen hier wieder mal gepunktet. Mal wieder. Wir sehen uns gleich zur zweiten Map. Bis gleich. Jo, liebe Freunde, da sind wir zurück zur zweiten Map des heutigen Tages. Dies war eine Map von Rockstar verifiziert. Das Ding heißt Rampen, Rampen, Rampen. Hat eine Gesamtwertung von 75%. Wir haben uns überlegt, jo, 4 Runden, Massaker, geht klar. Auf geht's. Let's fetz. Let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Die Map, die kenn ich drüber, ja. Ah! Der arme Frosch. Jo. Hui. Ciao. Hui. Ciao. Aber was bedeutet so ein komischer Kreis neben dem Namen? Was für ein Kreis? Ja, bei Counter-Strike jetzt gerade die ganze Zeit ein Kreis daneben. Keine Ahnung. Weil davor eher gesagt. Fotografiert mal ab und stellst mal in die Gruppe. Ich wollte gerade sagen, ich muss es vor mir sehen, dann kann ich dir sagen, was es ist. LOL! Übertreib doch nicht immer deine scheiß verfickte Rolle, du Lappen! Ah, Team-App. Na, Ragi! Tschüssi! So, jetzt stehen immer für 7 bis 8 Leute hier drauf vor. Leck mich. Du kommst nicht voran. Ja. Und da verstehe ich auch mal wieder Rockstar nicht. Warum verifizieren sie sowas und nicht mal eine geile Viking-Map? Hallo? Was soll das? Weil es zu schwer ist. Weiß ich. Also, das ist schon ein paar Jahre her, dass sie das verifiziert haben. Bäum. Mal ehrlich, was ist das für eine Oldschool-Map hier? Ich fahr überhaupt nicht dezenten Pimmel Melanie lange, Alter. Ich fahr godlike. Mella hat echt dezent Pimmel geschrieben. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ich und dezent Pimmel. Ah, gerade schon keine Lust mehr. Nein, ich hab einen Punkt. Hui! Ausgelassen und musste respawnen.
Achso. Ich finde die Map ja mal ganz lustig, ich meine, es ist halt wirklich Spaß so, ne? Aber. Es müssen mehr Leute sein. Ja, da wird es aber auch noch weniger vorankommen, es wird noch mehr Unfälle geben. Und noch ein bisschen GTA-Modus hätte auch noch Charakter. Ja, dann kannst du gleich stehen bleiben und den Raketenwerfer auspacken. Yeah! Hui! Siehst du, ich war voll nicht Pimmel. Ich war voll geil. Warum bin ich der Erste? Weil ich verkackert habe. Geil! Was, du findest Kackkacke, hey? Oh ja, ich stehe auf sowas. Nein! 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 Nicht verkackt! Nein! Hallo. Ich denke, du stehst auf sowas. Ah, Viking, nein, please! Lol. Selbst auf so einer Scheiße habe ich Rockstar-Kanten. Was? Wo kann man hier Rockstar-Kanten haben? Ja. Von der normalen Straße auf die Rampe. Nein! War halt für mich wie gewandt. Oh nein! Nein! Töte Ares, er darf das Rennen nicht finden! Ist nicht passiert! Oh. Nein! Nein, das ist jetzt nicht passiert, Mann! Scheiße! Nein! Das ist jetzt nicht passiert! Nein, schade! Das ist jetzt nicht passiert, Mann! Oh, was ist denn passiert? Ich bin von der Brücke geflogen! Nicht von der Brücke springen, so schlimm fährst du es auch nicht. Scheinbar ja schon. Oh, das war herrlich, das war ein geiles Abschlussrennen. Oh Mann, das war noch eins. Jetzt kommt doch noch eins, oder? Das kommt noch, ja. Echt so? Ja, ich weiß auch was. Oh. Ne? Aber also, ich hab da eine Gruppe gestellt. Was. Aber ich glaube, diese Map, ich kenne sie, aber ich glaube, du kennst sie selbst auch noch nicht, oder? Verstehe ich nicht. Lol. Mit wie Ares wird es auf keinen Fall kennen. Weiß nicht. Wie heißt glaub, die denn? Das ist die Map von Borgi. Ich hab gefragt, wie sie heißt, nicht von wem sie weiß ist. Weiß nicht, wie sie heißt, ich hab's nur am Bild erkannt. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich. Ach doch, wenn du jemanden dominierst, dann hast du das. Boah, dann hab ich voll viele dominiert. Wie geil ist das? Das finde ich natürlich fett. Jo, oh, liebe Freunde, wir sehen uns gleich zur dritten und letzten Map. Bis gleich. Da sind wir zurück zur dritten und letzten Map des heutigen Abends. Die Map trägt den wunderbaren Namen The North Loop. Alles klar, wir rechnen hier mit einem wunderbaren Straßenrennen zum Abschluss. Oh yeah. Und ich grüße Marshall, der im Livestream dabei ist. Und Mella kann nicht ins Teamspeak. So. Ab und zu versuche ich ja noch die Sachen vorzulesen. Haha. Es wäre nicht so, als ob das markiert wäre, dass da nicht lang geht, ne? Ja, es wäre ja auch immer so schlau, dass ich die ganze Zeit noch auf dem zweiten Monitor glotze, wenn ich Auto fahre. Ist halt wie mit dem richtigen Autofahren und Handy, ne? Hallo? Beim richtigen Autofahren, da arbeite ich mit drei Monitoren, Alter. Da spiele ich nebenbei noch GTA. Ja, genau. Ach so. In Wirklichkeit ist er gerade auf der Autobahn unterwegs. Ja, ich war gerade zum Viking, um ihn in den Arsch zu treten. Anschließend. Nein, du fährst gerade mit Mounty zu Rockstar. Ja, stimmt. Dachte ich. Jetzt, wo du sagst, es geht übrigens links lang. Ach, wirklich? Agi, Alter. Ja, Agi ist voller Stolz geradeaus weitergefahren. Also ich bin nicht der einzige Lappen hier in der Session. Windschatten killt dich in der Kurve. Wir hätten Windschatten aufmachen sollen. Nein. Ein Intro-Song im Radio, Alter, geil. Glotz woanders hin. Nein, Mella. Wir spielen gleich Counter-Strike Marshall, also so ist es nicht. Wir haben gleich die Spielliste durch und dann wollten wir switchen. Oh yeah. Und nachher. Besser mal! Nachher sagt man. Ich hab dich nicht berührt. Ich hab keinen Bock mehr. Bei mir hast du mich berührt. Ah oh, nein, die Kurve, das war's. Nein, ey, jetzt überdreht. Also bei mir war noch ein halber Meter Platz, aber nein. Ich würde da gerne mitreden, aber ich bin zu weit vorne, ich kann euch nicht sehen. Ja, dann bremst doch mal.
Ja, lol. Wunderschön. Ich fabriziere wieder wunderschön Scheiße. Ganz normale Standardstraßenrennen. Naja. Naja. Weil das Ding könnte man zum Beispiel benutzen. Ah, ich habe auch wieder Lex. Kann man zum Beispiel nutzen, wieder um Fahrzeuge zu testen. Ja. Der Typ, wo diese Map erstellt hat, englischer YouTuber. Ja, ich weiß. Mimimi. Egal. Ja, ist ein englischer YouTuber, der eigentlich permanent die neuesten Karren hier testet. Und der auch teilweise so Rennevents startet, so wie wir jetzt zum Beispiel. Nice. Rechts. Ja, was? Komm mal ein bisschen näher dran. Wir lecken gerade um die Wette, weißt du das? Ja. Das ist geil. Bei wem macht denn das Lecken? Bei deiner Mama. Nicht bei deiner? Bei deiner ist doch viel mehr zu lecken. Ja, genau, Alter. Mehr Körpermasse mehr zu lecken, oder wie? Komm mal jetzt hier mit deiner Mutterwitze her. Ich hab nie angefangen. Also bei deiner Mama ist es ja so, als ob man Beefy in den Turnhalle schmeißt. Ja, ja. Und deine Mama ist so dämlich, die setzt sich auf den Fernseher und guckt Sofa. Salzstein. Ach man. Lol. Okay, merken Windschatten, ich finde ich gut. Vor allem mit dem Paria. Hallo, Aki! Hallo! Ah, nein, nein! Ja! Weißt du, wir beide, wir fahren gegen die Leitplanke, aber mich sortiert's nur aus. Geil, weil du Ares bist. Ja. Bist halt was Besonderes. Hat deine Mama auch immer gesagt, ne? Halt die Fresse. jetzt krieg ich's nicht mehr geschissen, danke. Der Ficker. Ich konnte mich gar nicht auf das nur noch 0 konzentrieren, ey. Ja, wie soll denn das dann gleich in Counter-Strike ablaufen, ha? Ach, das wird schon. Ja. Ich glaube, das sind auch ein bisschen anders drauf, was wird. Ihr könnt euch ja gegen deine Handgranaten gegen die Schuppen werfen. Oh, ja, zuerst umfällt, verloren. Der muss dann die letzten paar Stunden Livestream machen, während der Gewinner pennen gehen darf. Nein. Also noch hält sich das bei mir mit der Müdigkeit sehr in Grenzen. Noch. Alles unter Vorbehalt. Noch fast auch erst die Hälfte oder so. Ja, ja, wir sind schon bei 36. 5,5 Stunden nur noch. Das ist nicht mehr viel. Hey. Das ist echt nicht mehr viel. Na gut, die Hälfte, ja. Mehr als die Hälfte, ja. Die halbe Stunde. Toleranz. Ja. Und so wie ich mich kenne, ich werde dann eh nicht Punkt, um da aufhören, ey. Dann fällt dir da noch ein bisschen was ein und da noch. Ja, das könnte ich ja noch. Genau. Und dann sind wir ruckzuck bei 24 Stunden oder so. Naja, so krass wird's, glaube ich. Nein, nicht. Wird's auch nicht. Ich muss übermorgen wieder arbeiten und ich wollte irgendwann auch nochmal pennen gehen. Ach, er braucht Schlaf. Und Essen und so weiter und so fort. Alles überbewertet. Ja, ist echt so. Geiles Teil. Ist eine coole Map auf jeden Fall, ja. Aber ich fahre sie gerade scheiße. Das ist ein Problem. Und das Schöne ist, die schaffen es mit einer 16er Lobby sowas zu fahren, ohne sich gegenseitig permanent auszurahmen. Jo. Nicht wie andere gewisse Crews. Du meinst jetzt nicht gerade uns, ne? Nein, nicht uns. Nein, niemals. Ich meine... IGN und so. Ich meine eher eine gewisse Crew aus Russen. Achso, ja. Die auch so etwas starten. Alter, bitte! Bitte! Lass nein, mich doch rein nein, erzählen. bitte nicht! Ja! Ja! Oh, war das close! Schade. Liebe Freunde, das war eine richtig krasse Aufnahmesession. Der Livestream geht selbstverständlich weiter. Ihr habt's ja schon mitbekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es mich doch mal durch ein Däumchen nach oben wissen. Das wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Tschüss, bitte. Und bis dann. Ciao. GG. Don't